Hallo meine kleinen Bastards und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Und heute spielen wir wieder eine Runde Mörder und zwar mit dem lieben MyCrimex. Was geht ab, Leute? Dem lieben Weakness. Dem lieben Kidmave. einfach Brain auf. Ich bin Weakness und bin zu dumm zum Hallo sagen. Okay, meine lieben Freunde, ich denke, ihr wisst alle, wie Mörder funktioniert und ich würde mal sagen, hier sind wir am Generator und die Mörderwaffe ist die blaue Pump und der Schlüssel die graue Revolver. Leute, seid ihr bereit? Ja. Yes. Okay, aber bevor wir bereit sind, Leute, kommt jetzt noch was Kurzes. So, Leute, bevor das Video anfängt, wollten wir mal kurz klären, welche Community die bessere ist. Kidmave seine oder meine lieben Freunde. Deshalb haben wir uns überlegt, wir packen unsere Community und klären das auf dem Schlachtfeld. Und zwar in Lords Mobile, meine lieben Freunde. Und zwar, Leute, ist Lords Mobile eine richtig geile Handy-App und feiert gerade seinen dritten Geburtstag, Leute. Und ihr wisst Bescheid, wenn irgendwas Geburtstag hat, gibt es immer was auf den Nacken, meine lieben Freunde. Und zwar könnt ihr auf die Eventseite, Link ist in der Infobox, meine lieben Freunde. Und ihr könnt bei diesem Event teilnehmen, meine lieben Freunde. Und eine Xbox One gewinnen, ein iPhone XR, eine PS4 Pro und sonst noch tolle Geschenke, meine lieben Freunde. Aber Leute, ich gebe euch aber einen Tipp. Wenn ihr Burg Level 8 habt, habt ihr eine höhere Chance zu gewinnen. Deshalb holt euch die App. Zockt erstmal bis Burg Level 8, kommt in meine Gilde, wir ballern durch, ihr bekommt Geschenke und jeder ist glücklich, meine lieben Freunde. Und das Ganze ist natürlich alles kostenlos, meine lieben Freunde. Was? Kostenlos? Ja, kostenlos. Ihr könnt euch die App bei Apple Store, Google Play Store oder bei Amazon kostenlos runterladen, meine lieben Freunde. Zu wem gehörst du? Zu Team Odermann oder zu Team Kidmave? Tritt meiner Gilde bei und kämpfe mit mir gegen Kidmave. So, Leute, und zwar zeige ich euch jetzt meine Gilde und das hier ist meine Gilde. Leider noch keine Member. Deswegen, ihr müsst hier reinkommen. Wir müssen Kidmave besiegen. Ich zeige euch, wo meine Koordinationen sind. Und zwar gehen wir hier auf die Weltkarte und dann auf diese Lupe. Und das sind meine Koordinaten, meine lieben Freunde. Wenn ihr das eingibt, könnt ihr mich finden und dann in meine Gilde beitreten. Und dann können wir Kidmave besiegen. Okay, Freunde, und ich würde mal sagen, alle hochgucken. Und 3, 2, 1, go. Okay, die Waffe ist weg. Okay, Leute, werft euren Loot raus. Und Leute, wir spielen natürlich wieder mit Fallen. Und ich würde mal sagen, der Mörder hat jetzt 2 Minuten Zeit, um den Schlüssel zu verstecken, meine lieben Freunde. Wie gesagt, wir spielen auch wieder mit den Fallen. Da sehe ich schon jemanden und ja, let's go, oder? Alter, das ist auf geht's. Mörder, versteckt deinen Schlüssel. Du ja, Kidmave Bow Team, Digga. Wir haben hier diesen Nebel hingemacht. Richtig krank. Max ganz Brain Off, er sagt, wir haben den Nebel gemacht. Der ist ganz neu bei Creative. Okay, meine lieben Freunde. Kann man Nebel spawnen? Ja, Digga, schon seit ein paar Monaten. Ah, sorry, Digga, ich spiel das davon. Let's go. Ich bin mal gespannt, wer der Mörder ist, meine lieben Freunde. Aber Odermann gerade ganz unauffällig. Okay, jetzt Schlüssel verstecken, Leute. Hä? Nee. Ja, nee, mein nur so. Das hat sich ein bisschen komisch angehört. Nee, finde ich nicht. Sozusagen, ja, jetzt Schlüssel verstecken. Aber hey. LOL, ich hab einen krassen Hiding-Spot gefunden. Kommt mal her. Ja. Wer ist da? Ja, hier, ich guck hier im Wasser, Digga. Guck mal, krank. LOL. Hier könnte man richtig krass den Schlüssel verstecken, Digga. Hä, im Wasser? Ja, Mann. Ich hab gerade Burak woanders gefunden. Okay. Okay, warte. Hiding-Spot. Ah, okay, dann war Max bei mir. Also, jetzt sollte der Schlüssel versteckt sein, meine lieben Freunde. Das bedeutet. Also, Odermann hat den jetzt gerade getroppt, den Schlüssel. Ja, also Max hat den gerade gedroppt, oder Kidmave? Mhm. Oder Weakness. Warum redet Weakness wieder nicht? Junge, der Typ redet nie mehr, Digga. Warum, was ist mit dem los? Bruder, ja, Mann. Er ist schon wieder, was Digga. Was soll ich sagen? Hä, bist du behindert? Okay, bin ich mal gespannt. Wer hier Murderino ist. Hat jemand schon irgendwas gefunden? Die Lunte auf meinem Kopf, sie brennt. Digga, meine auch. Boom. Ja. Okay, ey, ich bin gerade in diesem Tunnel, Jungs. Wer ist da? Wer ist das? Warum sneakst du so? Weil ich sneake. Warum sneakst du so? Geh weg von mir. Geh weg von mir. Ey, ey. Boah, Digga, ey, das sah gerade so aus, wie als ob du auf mich zurennst, ne? Geh weg. Ich will raus. Geh weg. Du bleibst hier drin. Ich geh raus. Geh weg. Tschüss. Piss dich, Alter. Ohne Witz. Geh raus. Geh weg, Alter. Ich hab irgendwie, also, weiß ich nicht, Leute. So, Kidmave ist ziemlich schnell auf mich zugelaufen. Ist schon jemand tot? Burak? Nein. Max? Ja. Okay. Also ich habe auch ehrlich gesagt noch nichts Auffälliges. Ja, Digga, ich auch noch nie was, Digga. Der Mörder macht bis jetzt noch gar nichts. Das ist ein langweiliger Mörder. Ohne Witz, das ist voll der langweilige Mörder, Digga. Odermann. Was für Odermann? Oder er wartet einfach auf die richtige Chance, ne? Kann auch sein, Digga. Boah, also ich sag so, ich laufe seit einer halben Stunde alleine rum und es ist noch nichts passiert bei mir. Ja, dann bist er du. Der macht so, ja. Ich will den Mörder. Wer ist das? Hallo. Okay, Max. Dir vertraue ich, Kidmave vertraue ich nicht. Ich vertraue dir auch, Odo. Da. Komm, wir waren zusammen im Wasserfall.
Warte mal. Guck mal, hast du das schon gesehen, Digga? Hier ist auch voll der geile Hiding-Spot, Digga. Warte mal, ey, da ist jemand besser oben auf der Brücke? Das bin ich, das bin ich. Wo ist schon wieder der Burak? Burak? Das ist der Einzige, der fehlt, ja? Das ist schon ein bisschen Der chillt wieder irgendwo. Warte mal. Sag, findet mich. Burak? Burak? Hä, warte mal, ist Burak jetzt tot oder spielt der tot? Er spielt das, Digga. Meinst du? 100%. Über doch bei der Burak? Der Fettsack ist einfach. Ich war gerade bei Max. Mit Max. Also, bis jetzt in den letzten drei Mörderfolgen hat Burak immer sich totgestellt und gesagt: Ja, ich sag nichts mehr. Aber warte mal. Ich war mit Max. Ja. Und wenn Burak jetzt tot sein sollte, also wenn er jetzt nicht tot spielt, sondern sein sollte, dann wärst du. Ich finde Kidnap auch ein bisschen. Ich glaube, Kidnap echt? Ist es. Ja, jetzt auch sicher? Spaß. Also, sicher? Ich hab's auch so ein bisschen im. Wer ist das? Ich bin hier beim Baum, das bin ich. Ja, Max, das bin ich, okay, gut. Lass zusammenbleiben, Digga, ich hab Angst vor Kimpf, Digga. Ja, ich hab auch Angst vor Kimpf. Ihr habt beide Angst vor mir. Ja. Die Sache ist hier, entweder wir müssen jetzt versuchen, Burak zu finden. Ja, wir müssen Burak finden, weil ich weiß, dass Burak noch lebt. Verpiss dich mal von uns, Digga. Entweder lebt Burak noch oder einer von uns. Wer ist hier auf der Holzbrücke? Burak? Bin ich. Ah, nee, okay, das Kidnap. Ich glaub, Kidnap hat Burak getötet. Digga, ich glaub auch, Digga. Ist das hier? Ich bin das, das bin ich. Fass mich nicht an, geh weg! Okay, oh mein Gott. Hinter mir wurde eine Waffe gezogen. Wo? Eine Waffe gehört. Hey, was? Okay. Hey, der hat jemand den Schlüssel. Max, hast du den Schlüssel? Nein, ich hab den nicht, hä? Ich hab den auch nicht. Ahmed? Nein. Ahmed? Was? Warte mal, Max. Nein, ey, verpiss dich von mir. Warte mal, wenn Kidnap den Schlüssel hat, Digga. Ja, nee, aber du warst gerade hinter mir und ich hab hinter mir dieses Ratschen von dem Revolver gehört. Ich war das nicht. Der Revolver ist der Schlüssel. Das ist nicht immer Revolver. Okay, warte mal. Jungs, hast du? Ich hab ihn. Du hast den Schlüssel. Ja, ich hab ihn. Ganze Zeit schon. Max, hast du dann Burak? Das heißt, dann Kidnap ist bei mir. Warte mal, wie ist dann Burak gestorben, Digga? Er ist nicht tot, Digga. Burak ist der Mörder. Ja, aber warum redet der nicht und macht nichts, Digga? Ey, ich werd verfolgt. Wer ist auf der Holzbrücke gerade? Ich bin in das. Der Höhle? Ich bin auch in der Höhle. Wir sind alle zusammen. Alles gut. Wir sind alle zu dritt, Digga. Okay, das heißt, Kidnap hat die Waffe, aber... Kidnap ist Detektiv. Er kann ja nicht der Mörder sein, weil dann hätte er gegen die Regeln verstoßen. Ja, richtig. Er ist nicht der Mörder. Das heißt, es ist jetzt entweder Odoman. Warum ich? Ich war doch bei dir! Ja, ich check grad gar nichts mehr. Ja, oder du bist es, Digga. Ey, also... Ich bin gerade übelst verwirrt von diesem. Also der Mörder, der wo jetzt Mörder spielt, der hat's richtig gut gespielt, Digga. Ich check überhaupt nichts. Also, ey. Oh mein Gott. Kidmave? Ich hatte einen Leck! Ja! Ja! Ich hatte einen Leck und hab ihn trotzdem geholt, Leute. Ich war der Mörder. Okay, Leute, und zwar sind wir jetzt am Loot-Pot. Und ich würde mal sagen, alle hochgucken, Leute. Und es geht los in 3, 2, 1, go. Okay, und... Jungs, ist die Waffe weg? Die Waffe ist geschlürft, Digga. Ja, die Waffe ist weg. Also, alles wieder rausschmeißen, meine lieben Freunde. Wenn ihr alle Loot gedroppt habt und draußen seid, dann hat der Mörder 2 Minuten Zeit, den Schlüssel zu verstecken, meine lieben Freunde. Ich würde mal sagen, let's go, fangen wir an mit dem Psychospielchen. Ich denke mal, so langsam sollte der Schlüssel gesteckt sein. Versteckt. Ah, und wo gesteckt? Wer ist das hier auf der Holzbrücke? Wer ist das? Aus so einem Holz. Ah, warte! Wer ist das auf der Hey, hast du gerade gehört? Was? Hier wurde irgendwo eine Falle geplaced, Digga. Ach, stimmt doch, muss man ja aufpassen. Ich habe gerade eine Giftfalle gehört. 100%. Ich hab voll vergessen, dass wir mit Fallen spielen. Ich hab's auch übelst vergessen. Digga, wer war im Wasser? Wer war das im Wasser? Ich bin in dieser Höhle und komm nicht mehr raus. Nice. Ich glaub, das ohne Mann, du meinst damit mich, aber ich hab keine Falle geplaced. Aber ich hab das auch gehört in der Nähe. Warst du auf dem Wasser drauf? Ey, wer ist hier bei mir im Tunnel in der Höhle? Guck mal, hier. Ich bin das. Wer ist das? Kidmave? Das bin ich, Bruder. Guck mal, hier. Warte mal. Ich geh da nicht rein. Bro, hier ist nichts. Also ich bin in der Höhle. Wer ist hier bei mir in der Höhle? Ich bin das, Bruder. Bitte. Okay, komm rein. Warum machst du die Tür zu? Warum machst du die Tür zu? Bruder, einfach aus Ding jetzt Reflex. Warum verfolgst du mich? Du weißt immer noch nicht, wie man hier rauskommt. Ich folge dir wegen Ausgang. Ey, Jungs, ohne Scheiß. Warte mal. Jetzt mal aufgeregt. Kidnap, komm mal mit, Digga. Wir müssen die Falle suchen, Digga. Ich will wissen, wo der die Falle hingebaut hat. Weil ich hab dieses gehört. Ich vertrau gerade echt keinem von euch. Ich hab keine Ahnung. Was ist mit Baumhaus? Komm mal mit Baumhaus, Kidnap. Aufgeregt, Odo, man hätte mich schon 10-mal killen können. Eben, Digga. Ich vertrau dir gerade, weil du hättest mich auch killen können. Warte. Ah, hier ist sie. Ja, hier ist sie. Hier ist sie. Wo ist die Falle, Jungs? Nein, wir können sie nicht schrotten, Digga. Die ist im Baumhaus, Jungs, Digga. Such dir nach der Falle, such lieber nach dem Schlüssel. Ja, schon, ja, aber warte mal. Wenn die Falle jetzt den Schlüssel blockiert, Digga. Ja, wir müssen. Darfst du nicht? Jungs, kommt mal bitte. Okay, warte. Guck mal, zum Anfang. Weil wir dürfen die auch nicht auslösen, deswegen. Warte mal. Pass auf, bevor wir in den Fall rennen. Ja. Hier ist kein. Pass auf. Also bleibt mal bitte alle weg von mir. Ja. Aber ich wollte nur, guck mal, was ich gefunden habe. Okay, Max ist Detektiv. Okay. Max, du bist safe. So, pass auf. Ich sag dir so. Warte, ganz kurz, wo war die? Im Wasserfall. Im Wasserfall.
Was für ein Wasserfall? Achso, okay. Der da hinten? Der da hinten. Da, wo ich Odoman vorhin begattet habe. Nein. Okay, und kommt mal alle mit. Alle mit, kommt zum Baumhaus. Nein, nein, pass auf, der will uns Falle locken. Nein. Max, ehrlich, Max, nee, kick mich vor bei mir. Ehrlich? Kick mich vor bei mir die ganze Zeit. Ja, aber Bruder, ich weiß nicht, weil Odoman, du warst, ich war ja vorhin mit dir in dem Spot. Ich weiß nicht, ob du nicht da deine Waffe. Vor allem, Bruder, meinst du, warte, war Odoman nicht vorhin derjenige, der meinte ja, wer war hier beim Wasser? Wer war beim Wasser? Wer ist da hinten beim Wasser? Nee, der meinte anderes. Nee. Ich meinte okay, hier, okay. Guck mal hier, bei den Kanus. Da, wo die Falle war. Bei den Kanus. Okay, ja, okay, ich hab's nicht gesehen, deswegen. Und ich hab hinter mir dann die Falle gehört. Guck mal, von hier, von der Brücke sieht man sogar hoch in die Falle, dass da eine Falle ist. Seht ja. Von hier, wo ich stehe, die Falle. Also ich sag's so, aufgeregt, die ist richtig schlecht. Hier ist noch was. Ins Fenster. Ach ja, okay. Wo? Wo ist was? Da hier drinnen. In den Häusern. Oh ja, hier ist auch eine Falle. Hä? Also ich sag's so. Warte mal. Burak ist auch voll durchs Haus. Ja, glaub, eben. Aus der Höhle warte, also ich sag's so. Mein Plädoyer ist Burak. Weil, hör zu, ich war die ganze Zeit mit Kidmave. Kidmave ist mein Alibi. Eben. Also ich glaube, ich weiß nicht, weil Odoman, ich glaube nicht, dass Odoman ist. Irgendwie vertraue ich dem Jungen. Ich glaube irgendwie Kidmave oder Burak, ich weiß nicht ganz. Also auf korrekt, ich sag Burak. Du hast mich in der Höhle gefunden, ich war da die ganze Zeit gefangen. Ja, aber du bist mir auch die ganze Zeit komisch hinterhergelaufen. Ja, hab ich was gemacht, aber ich hätte dich gehen können, schon lange. Burak. Ja, nee, Burak. Aber ich hab ja direkt mich abgesichert und gesagt, wenn ich jetzt Jeff Burak ist. Ich hab mich erst eine halbe Stunde lang angeguckt. Hä? Burak hätte echt einfach den Schlüssel verstecken können und dann sagen können, ey Jungs, ich komme hier aus der Höhle nicht mehr raus. Was sagt der Detective? Ich glaube irgendwie sogar Kidmave ist es. Kidmave? Ich glaube auch. Meinst du? Max entschuldigt mich hier zu Willen. Max, du sagst jede Runde, ich bin. Also ich sag so, ja, ich beschütze Kidmave. So also aufgeregt, ich für meinen Teil sag, vote kick Burak. Ja, sag ich nicht. Oder die Sache ist, für Burak ist es viel zu unsafe. Also ich sage jetzt nicht 100%, Burak, aber ich vertraue Odoman und Max ist es sowieso nicht. Ja, also dann muss es Burak. Aufkorrekt, es bleibt nur noch Burak. Eben. Aufkorrekt, killt mich, aber wenn ich es nicht bin, vertraut mir, ist es Kidmave. Okay, dann okay. Warte mal, ich hab eine Idee. Wo ist Odoman? Hier, der Odoman? Springt hier. Ja. Okay, du bleibst, Bruder. Ich bin der jetzt springt. Ey, stopp, hört mir zu. Ja. Detective redet. Kidmave. Zeig deine Waffe, dass wir wissen, wer du bist. Ja. Hier, neben mir, okay. So, warte, bleib weg. So, auf jeden Fall, Kidmave und Burak, ihr stellt euch hier mal auf die gerade Fläche. Kidmave, du gehst jetzt zu Burak und haust den weg, weil wir haben Votekick mit ihm gemacht. Okay. Warum sollte ich den hauen? Oder du hast den Schlüssel, hau du den doch. Oder weil du der Verdächtige bist und wenn du ihn weghaust und stirbst, dann bist du noch auf Distanz von ja. uns und wir können dich noch. Richtig, rausnehmen. Also, los. Hey, wie jetzt? Du tötest jetzt Burak und wenn Burak keine Pumpgun droppt, tötet Max dich. Dann töte ich dich sofort. Und wenn es Odoman ist? Ja, dann habt ihr verkackt. Mach jetzt, wir machen das jetzt so. Wir machen das. Wir machen das jetzt so. Also, Kidmave, hau Burak weg. Warum zögerst du? Heil dich jetzt. Oh, Burak ist es. Keiner was? Okay, meine lieben Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal ein Like oder ein Abo da. Checkt auf jeden Fall auch mal die Jungs ab. Weakness, iCryMax und den lieben Kidmave, meine lieben Freunde. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video und...